Lila, heute mal wieder ein Video mit der Handkamera. Warum mit der Handkamera? Ja, virtuelle Maschinen sind nicht immer so hundertprozentig, zeigen nicht so das echte Bild. Und da dachte ich mir, Handkamera, ne? Außerdem spare ich mir die Audio-Nachbearbeitung. Schauen wir mal, warten wir ab. Und dann sehen wir mal weiter. Wir gucken uns an Ubuntu GNOME 13.10. Das ist eigentlich ganz normales Ubuntu 13.10. Saucy Salamander. Das aber standardmäßig schon auf GNOME Desktop ist. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir uns mal an. Ich habe da schon ein bisschen geguckt, was da so ist. Ne? Jetzt machen wir es nicht in der virtuellen Maschine, sehen wir es mal auf dem echten PC. Ich habe mal meinen alten Core i7 wieder ausgekramt. So sieht das aus, wenn er startet. So, ne? So sieht das aus. Gut. Da sieht man sofort hier oben, was die Zeit geschlagen hat. Der 21. Ne? Da kann man umstellen zwischen hoher Kontrast oder weniger Kontrast. Deutsch und Englisch, je nachdem, welcher Mensch gerade so hier sitzt, und die Lautstärke kann man direkt hier einschalten, umschalten, warum auch immer. Gut, und da kann man direkt wieder ausschalten oder nicht. Gut, Ubuntu GNOME. Passwort, ja, gut, Sitzung könnte man hier umschalten, wenn man mehrere Desktop-Umgebungen installiert hat. Zum Beispiel hätte man zusätzlich noch KDE installiert, könnte man das umstellen. Ne? Klickt man auf Sitzung, KDE oder Unity, wenn man es installiert hätte. Ist jetzt hier zum Glück nicht drin. 1, 2, 3. So, loggen uns mal ein und gucken mal. Schauen wir mal. So sieht das dann aus. Zwei Füße, ne? Die aussehen wie durchs Wasser gelaufen. Ne? Interessant hier, da sieht man noch nach dem Wohnzimmer hier drin, wenn man sich da mal genau ranzoomen würde. Kann man Wohnzimmer in den Füßen erkennen. Ja, ganz nett gemacht. Aber nicht meines. Gut, also schauen wir mal weiter. Aktivitäten haben wir hier. Aktivitäten. Da kann man alle Anwendungen mal anzeigen. Die häufigen Anwendungen oder alle Anwendungen, die hier vorher installiert sind. Mit dem Rollrad der Maus kann man das hoch und runter. Kann man da mal so ein bisschen gucken. Manche Dinge haben dann auch noch so, ja, mehrere Symbole in eins verschiedenes, ne, die Konfetti, bla bla bla. Ne, manche sind so gebündelt, Hilfsprogramme zum Beispiel, ne, zum Beispiel das Terminal. Kann man direkt so, ne. Gut, hier in meiner Auflösung war es jetzt nicht so groß, würde ich sagen. Bearbeiten, Profileinstellungen ein bisschen größer, die deckengleiche Schrift abschalten und dann mal so, damit man überhaupt noch was erkennen kann, ne, auswählen, lange 20. Ist aber jetzt sowas von hell. Gut, Standardfarbe ist da so weiß. Ich hoffe, das ist weiß. Ich habe hier blaue Lampen. Gut, UNAM minus A. Kernel 3.11.0.15 Generic. 64-Bit-Version habe ich installiert. LSB Release minus A. Und da steht da einfach Ubuntu 13.10 Saucy. Saucy Salamander Codename von Ubuntu 13.10. Gut, falls ihr mal folgenden Effekt habt, dass sich ein Fenster maximiert und ihr wisst gar nicht mehr, wie kriegt es kleiner, ne? Hier ist so ein Schließending. Ja gut, manche Fenster kann man direkt so ziehen einfach, aber manche Fenster, wie zum Beispiel Aktivitäten, den Dateimanager, wenn der sich mal maximiert hat, wie kriegt er jetzt kleiner, ne? Wie kriegt er ihn kleiner? Ja, wenn man dann versucht, von oben zu ziehen, dann geht das. Ne? Oben den schwarzen Bildschirmrand, aber außerhalb der Uhr, bitteschön. Ne? Außerhalb der Uhr und dann mit der Maus linke Taste ziehen. Ne? Genauso könntest du dann auch wieder maximieren. Ja? Hier oben daneben, neben der Uhr ziehen. Ihr könnt auch die Alt-Taste drücken. Alt-Taste, dann könnt ihr irgendwo, wo nichts ist, und dann könnt ihr auch so rum. Gut, die Fensteraktionen sind dann auch in der Hilfe beschrieben. Ihr könnt auch mit der Maus ziehen. Sobald der Mauszeiger, also wo jetzt die schwarze Hand ist, der Mauszeiger den Bildschirmrand berührt, da geht es zum halben Fenster. Ne? Falls man hier noch was anderes. Ne? Dann müssen wir wieder Aktivitäten, zum Beispiel das Terminal starten. Ja, achtet jetzt mal drauf, wo meine Maus ist. Sobald ich mit der Maus, mit dieser schwarzen Hand, den Bildschirmrand berühre, kommt so ein bisschen blau und groß. Und jetzt habe ich zwei Fenster nebeneinander. Schön. Das eine davon kann ich direkt wieder schließen, wenn ich will. Das andere runterziehen. Schön. Maximieren. Doppelklick auf den Rand. So kommt man da durch. Ne? Gut, wenn man wieder auf Aktivitäten geht, dann sieht man hier das zuletzt geöffnete Fenster, könnte man auch da schließen. Hat da eine andere Arbeitsfläche, also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Ich kann jetzt aber nicht hier rüber gehen und dann sehe ich das Ding wieder. Ich könnte zum Beispiel die Windows-Taste drücken. Ne? Das nennt man auch Super-Taste. Bei mir ist da mittlerweile ein Ubuntu-Logo drauf, damit man da mal auch ein Fenster verschieben könnte zu den anderen und dann auf die Ebene.
sehe dann wieder zwei Fenster, könnte dann mit der Maus rüber, sehe die wieder nebeneinander. So geht das, ne? So geht das. Ja, gut. Maximieren. Steuerungstaste gedrückt, Mausrollrad nach vorne, kann man die Symbole größer, die sehen so ein bisschen golden aus jetzt mittlerweile. Das ist gar nicht so schlecht, gar nicht mal so schlecht gemacht. Sonst habe ich immer die Gnome-Icons durch andere ersetzt, weil die waren vorher mal ziemlich unerträglich, aber so wirkt das eigentlich ganz edel, ne? Schwarz, weiß, so ein bisschen golden, ne? Gut, hier haben wir Listenansicht oder Symbolansicht oder weiß der Teufel was, ne? Gut, verborgene Dateien anzeigen kann man übrigens auch hier, sonst Steuerung und H drücken. Gut, was haben wir denn? Wo kann man denn Dateien? Info zu Dateien, das ist der Nautilus 382 schließen. Erkennt man da auch daran, dass mit Server verbinden hier drin gelandet ist. Gut, was haben wir für einen Firefox? Na, denselben wie bei Ubuntu 13.10, wahrscheinlich Hilfe über Firefox. 26er Version. Schön. Also hier sieht man auch die Symbolchen, ist eigentlich ganz nett gemacht. Ne? Ganz nett gemacht. Ganz netter Firefox. Also ich finde ja auch dieses Adwaita-Thema ganz, ganz hübsch, ne? Mit diesen etwas transparenten, viereckigen Buttons nett. Da haben wir auch noch die Einstellungen. Was wir hier nicht haben, sind die Privatsphäre-Einstellungen. Brauchen wir auch nicht. Ne? Brauchen wir auch nicht. Ne? Die haben wir eigentlich nur deshalb mittlerweile drin bei Ubuntu wegen Unity und Amazon und was da alles so eingeblendet wird standardmäßig. Das könnte man bei einem Ubuntu 13.10 mit Unity hier ausblenden mit den Privatsphäre-Einstellungen. Ne? Brauchen wir hier nicht Informationen. Gucken wir mal. Ganz normales Ubuntu 13.10. Aber wie gesagt, standardmäßig mit GNOME-Vorgabeprogramme. Evolution als E-Mail-Programm, also nicht Thunderbird. Ne? Kalender auch Evolution, Musik, Rhythmbox, Video mit Videos und Fotos mit Bildbetrachter. Warum man die Namen jetzt vereinfacht, ne? Dass man zum Beispiel den Nautilus einfach nur Dateien nimmt und so weiter, sei dahingestellt. Ne? Hier gibt es übrigens auch nicht die rechtlichen Hinweise, die man sonst unter den anderen Ubuntu-Version hat, wo Unity drin ist, ne? Das ist die Suche im Dash nochmal mit rechtlichen Hinweisen versehen, braucht man hier nicht, weil man hat kein Unity. Hier sieht man auch, das System ist auf dem aktuellen Stand. Gut, Aktivitäten, gucken wir mal. PDV hatte ich mir ja schon mal installiert. Über Software Center käme man zum Beispiel an die Paketquellen ran, bearbeiten Software-Paketquellen oder sonst über die entsprechende Suche. Hier kann man mit zusätzlichen Treibern natürlich seinen Grafikkartentreiber noch ändern, ne? Wenn man jetzt nicht den Nouveau-Treiber von Nvidia benutzen will, sondern einen proprietären, also vom Hersteller gelieferten Treiber, der aber nicht quelloffen ist, dann kann man das hier machen. Die nicht quelloffenen sind meistens etwas schneller, zum Beispiel für Spiele. Ne? Für Spiele. Gut, ich habe hier den Nouveau Grafikkartentreiber. Hier werden mir andere angeboten, könnte ich testen. Ja, für Spiele oder Steam oder sowas. Gut, Hilfe, Info, Ubuntu Software Center 13 haben wir hier drin. So, was hätten wir noch? Rechtsklick, Hintergrund ändern. Das ist, finde ich, nicht so gut gelöst. Ne? Also da, mir fehlt immer der Dialog zum, such mir mal selber ein Bild. Ne? Oder ich sehe nicht, ne? Bilder. Ich kann ja auch mit Rechtsklick oder Linksklick. Ne? Ich kann jetzt auf einzelne Farben anstelle dieses Hintergrundes, da könnten wir hier was anderes aussuchen, ist ja ganz nett, auswählen. Aber wenn ich jetzt selber ein Bild hätte, das vielleicht nicht in meinem Bilderordner ist, dann ist das vielleicht so ein bisschen dümmlich. Dümmlich. Keine Einstellung für Datum, Uhrzeit, wenn das nicht stimmt, kann man hier nochmal korrigieren. Ansonsten ganz nett, ja. Ansonsten ganz nett gemacht. Wie gesagt, vom Design schwarz-weiß gefällt mir gut. Haben wir eigentlich Zeitgeist und so weiter? Ne? Zeitgeist, also wegen der Privatsphäre. Müssen wir dann vielleicht mal nochmal gucken. Können wir vielleicht mit Alt und F2 Synaptik oder so? Ich glaube, das muss ich erst installieren. Ne? Sudo apt-get install Synaptik. Damit ich da mal gucken kann nach Zeitgeist und so Kram. Zeitgeist. Gut. Aktivitäten. Was haben wir sonst noch? Ja. Müssen wir schauen. Synaptik.
Synaptik-Paketverwaltung, Software installieren oder entfernen. Hier, also dieses farbige, ne? Das kann man teilweise schlecht erkennen. Ne? Also wenn das so hinterlegt ist, da ist weiß auf weiß, ne? Da sehe ich gar nichts. Ne? Ist ein bisschen komisch. Habe ich da was falsch gemacht? Glaub nicht. Ne? Gut, das mit dem Sudo aus der Kommandozeile funktionierte so nicht. Dann machen wir es halt so 1, 2, 3, 4. So. In der Synaptik-Paketverwaltung habe ich mich jetzt vertippt. Müsste es eigentlich dann zu sehen sein, ob wir Zeitgeist drin haben. Also die Dinge, die uns vielleicht stören an aktuellen Ubuntu-Versionen. Schauen wir mal. Warten wir ab. Inzwischen aktivieren wir oder machen wir, gehen wir wieder auf die Aktivitäten und gehen wir mal auf Monitor. Monitor. Schauen wir uns Systemmonitor an. Systemüberwachung, da fehlen mir so ein bisschen diese Linien, ne? Die werden nicht immer so aufgebaut. Wie gesagt, da habe ich ein Problem mit der Grafik. Also hier sind Linien. Ne? Erst wenn ich das Fenster so ein bisschen ziehe, erscheinen die Linien. Also irgendwo mache ich mit anderen Grafiken teilweise so kleine Darstellungsfehler sehe ich hier noch. Ja, das ist übrigens kein Darstellungsfehler. Das sind 6 CPUs mit jeweils 2 Threads. So, und hier sieht man dann die Geräte, ein bisschen komische Device-Mapper, weiß ich nicht, Prozesse. Ansicht aller Prozesse anzeigen kann man sich hier, was gerade so läuft, und hier nach CPU und so weiter. Gut, finden wir alles wieder, was wir sonst von anderen Ubuntu-Versionen kennen. Gut, Synaptik installiert, sehe ich das jetzt direkt hier bei Aktivitäten? Nee, muss ich nochmal separat nachsuchen, ne? Synaptik. Eigentlich müsste es mit Root rechnen. Mal gucken, kann er das selber? Synaptik Paketverwaltung, macht er es direkt mit Root rechnen? Ja. Sonst hätte er mich jetzt nicht gefragt. 1, 2, 3, 4. Gut, wir wollten nochmal gucken. Software ist in Paketen. Ja, das ist nochmal für Idioten. Gut, Zeitgeist, wie ist das mit Zeitgeist? Also, ja, ist installiert, ne? Zeitgeist haben wir noch drin. S nach S sortieren. Also Zeitgeist haben wir noch drin. Ne? So eine Datenbank, die sich ein bisschen was merkt. Das muss nicht schlecht sein, aber wie gesagt, ich brauche es eigentlich nicht wirklich. Zeitgeist, das könnten wir vielleicht über die Privatsphäre vielleicht dann gebrauchen. Ne? Also Unity haben wir gar nicht. Ne? Unity ist klar. Wir haben eine andere Benutzeroberfläche. Könnten wir aber nachinstallieren. Und wenn wir KDE wollten, KDE. Dann könnten wir uns gegebenenfalls den KDE-Desktop, ne, Paketname, können wir KDE-Abort, ja, die Absturz-Dings. Wenn die Absturzmeldungen kommen, könnt ihr die auch abschalten, habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Abort ist dieses Absturz. Wo ist eigentlich KDE? Jetzt habe ich es wieder anders sortiert. KDE-Desktop, -Desktop. Warum zeigt er dann das so komisch an? Ich weiß es doch auch nicht. Nach Paketnamen. Jetzt muss ich doch extra nach dem Namen suchen. KDE. Plasma Desktop. Und eine minimale Auswahl von Anwendungen könnte ich mir hier nochmal nachinstallieren. Gut, also. Tut's, ne? Rechtsklick, tut's nicht. Warum tut's nicht? Aktivitäten, weil das vielleicht danach schon offen ist? Nee. Rechtsklick, jetzt kann ich den Hintergrund nicht ändern. Warum? Muss ich dann irgendwie einstellen. Also ein bisschen buggy finde ich's noch, ne? Ja, mit dem hellen Darstellen von Text-Timer. Guck mal. Hintergrund kann ich auch hier erreichen. Hintergrund machen wir wieder in Standard mit den Füßen. Auswählen. Und wir haben die Füße wieder. Gut, wenn ich jetzt im Aktivitäten-Dateimanager irgendwo ein Bild hätte, dann könnte ich das mit der Rechtsklick das Bild als Hintergrund verwenden. Machen wir mal mit Taste Druck. Könnte ich jetzt mal Taste Druck ein Bildschirmfoto, erscheint da, ne? Da ist ein Bildschirmfoto. Und dann könnte ich sagen, als Hintergrund festlegen, wenn ich das haben wollte. Ne? Wenn ihr also Bilderordner das habt. Ne? Gut. Rechtsklick, also irgendwie ist das jetzt nichts mit Rechtsklick hier. Das ist ein bisschen so komisch. Also Zeitgeist haben wir noch. Aber ich denke,
das Unity Tweak Tool, ne, haben wir hier, ne, habe ich mir das nachinstalliert, ich glaube, das habe ich mir nachinstalliert. Thema, Menüs haben Knöpfe und so weiter, und weiter ist Vorgabe, Symbolthema hätten wir auch noch, Humanity Dark, wenn einem das nicht so gefällt, gucken wir nochmal, wie sieht das dann aus, Humanity Dark, ne, da hätte man seine orangefarbenen wieder. Gut, ich mache mal wieder Gnome. Wie spricht man das eigentlich aus? Gnome? Gnome? Oder Gnome? Ich weiß es doch auch nicht. Ich gehe jetzt mal wieder voll auf Ausschalten. Und wer sich dann noch fragt, wofür man das denn gebrauchen kann, also im Moment benutze ich es zum Rendern, zum Beispiel für meine Videos, und werde berichten, wie stabil es läuft. Also im Moment läuft es sehr stabil. Ich hoffe, ihr mit Golf zusammen. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.